Für alle, die noch an die große Liebe glauben, sind das keine guten Zahlen. Fast jede zweite Ehe in Österreich wird nämlich geschieden. Normalerweise ein Anlass, um traurig zu sein. In Österreich gibt es jetzt aber den ganz interessanten und fast skurrilen Trend. Es wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Scheidungspartys boomern, wenn man eine solche Party mal besucht. Gemeinsam einsam. Die Scheidungsparty im A-Dance Club in Wien. Die Stimmung ausgelassen, viele versuchen sich ihre Sorgen wegzutanzen und vielleicht auch wieder einen neuen Partner zu finden. Also so eine Scheidungsparty in Ihren Augen immer ein guter Neuanfang für viele? Für viele schon, ja. Und vor allem für einsame Herzen. Und es ist doch für die meisten, sage ich so, mein seelischer Tiefschlag. Und wenn sie dahergehen, dann haben sie mindestens das Gefühl, ja, dass es wieder aufwärts geht. Man hat einfach Spaß, ja, man redet miteinander, wie war es bei dir, wie war es bei mir, ja. So kommt man vielleicht näher, ja, kann schon sein, ja, das hat was. Ich gehe eigentlich heute nur fort, dass ich eigentlich da bin, Spaß habe, gerade habe und wenn sich was ergeben sollte, ja, ist in Ordnung, aber nicht, ist halt nicht. Ich bin halt derzeit nicht so gut drauf, sagen wir mal so, weil ich gerade verlassen worden bin, aber ist so. Wer beim Einlass seine Scheidungspapiere und einen amtlichen Lichtbildausweis zeigt, der bekommt sogar noch einen 50-Euro-Getränkegutschein obendrauf. Die Scheidungsparty, neuer Trend, den die Veranstalter richtig erkannt haben. Wir haben deshalb die Scheidungsparty gemacht, weil wir im Wiener Zeitung einen Ausschnitt, einen Report gelesen haben, dass jede zweite oder dritte Ehe in Wien geschieden wird. Ganze 43% der Ehen wurden im Jahr 2011 in Österreich geschieden. Auffällig, die Ehen halten immer kürzer. Die Gründe für die Trennungen sind verschieden, wie wir auch von unseren Partygästen erfahren. Was mein Scheidungsgrund war? Untreue. Das hat nicht mehr gepasst. Ich habe einen Alkoholiker gehabt, ne? Das war halt schlimm. Mein Ex-Mann hat sich verjüngt. Meine Ex-Frau hat gesagt, sie will leben. Nach 14 Jahren. Psychotherapeutin Dr. Elisabeth Tomaschek weiß, warum immer mehr Ehen immer schneller in die Brüche gehen. Die Frustrationstoleranz ist viel geringer geworden. Nicht? Also, da gibt es doch bestimmt noch was Besseres und der ist bestimmt noch toller. Und nicht? Wir leben auch in so einer Wegwerfgesellschaft. Wenn es das nicht ist, dann ist es was anderes. Es ist oft mit Menschen nicht anders, leider Gottes. Noch dazu in Zeiten wie Online-Scheidungen, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, ist es natürlich auch irrsinnig einfach, sich auch zu trennen. Aber was hält die Ärztin vom neuen Trend Scheidungsparty? Das finde ich schon relativ absurd. Noch dazu finde ich es auch nicht wirklich sehr wertschätzend gegenüber dem Leben, das man davor mit einem Menschen ja doch auch hoffentlich wohl überlegt geführt hat. Die Besucherzahlen unserer Scheidungsparty sagen etwas anderes. Die Location ist gut gefüllt. Und egal, ob hier neue Kontakte gefunden werden oder ob man nach der Scheidung einfach nur mal den Kopf frei bekommen möchte, mit Menschen zusammen sein kann, die auch durch eine Scheidung gehen mussten, willkommen ist hier jedes einsame Herz.